Willkommen zurück zu einem neuen Bildvideo von mir und dieses Mal im Encase M1. Warum jetzt im M1? Wie in meinem letzten Video, hier oben rechts der Link, schon erwähnt, ist das Case nicht mehr zu erhalten bzw. nicht mehr zu bestellen. Also könnt ihr es nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erwerben. Um dem Case quasi die letzte Ehre zu erweisen, dachte ich mir, baue ich doch den Bild in das M1. Also, was seht ihr in diesem Video? Das hier ist ein komplettes Bildvideo, das heißt, ihr seht den ganzen Zusammenbau. Dann gibt es auch noch einen Lautstärketest, ein paar Benchmarks und am Ende dann so eine kleine Zusammenfassung noch von mir. Also am besten das Video ganz schauen, Freunde. Ein paar Dinge musste ich rausschneiden, weil das hier ist das worst Bildvideo ever, ever, ever. Ja, ich könnte das ever noch ein paar Mal wiederholen. Warum ich das so deutlich sage? Bei den Dreharbeiten ist mir ein paar Mal die Kamera runtergefallen. Dann hat die Kamera gemacht, was sie will. Das heißt, es gibt ein paar verwackelte Aufnahmen, muss ich direkt vorneweg sagen. Die sind mir nicht direkt aufgefallen beim Dreh, so dass hier wirklich einiges schief ging. Aber wie immer wollte ich euch das nicht vorenthalten. Gut, außer das Runterfallen der Kamera, das war jetzt wirklich nicht so toll. Aber bei diesen besonderen Vorkommnissen, die hier in dem Dreh passiert sind, musste ich doch das ein oder andere Mal laut lachen. Ich denke, solange man seinen Humor nicht verliert, ist ja auch alles gut. Und wenn ihr euch den Zusammenbau und Thumbnails vorstellen wollt, dann könnte ich es so machen wie manch andere YouTuber. Einfach mein Gesicht draufsetzen, Hand vor den Mund und total entsetzt schauen. Ja, das trifft die Situation hier bei mir in diesem Video, glaube ich, am besten. Am Ende des Videos dann auch etwas Outro-Gelaber, sprich der Zusammenfassung des Builds, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Wie sind denn eure Erfahrungen mit Builds in dem Case? Sei es Wasserkühlung, Luftkühlung? Schreibt es doch in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, was ihr da für Erfahrungen bisher gemacht habt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Video und wie immer gilt, bei Fragen, Kritik und Anregungen schreibt es doch in die Kommentare.
Das war es soweit mit dem Bildvideo. Als nächstes hören wir uns die Lautstärke an bei 75% und bei so ungefähr 90-100%. Das alles via Asus Fan Monitor 4 im Smart-Modus eingestellt. Die 75% sind das normale, was ich eingestellt habe, und die 90-100% kamen bei einem Heaven-Benchmark-Durchlauf. So viel zu der Lautstärke. Jetzt schauen wir uns noch ein paar Benchmarks an. Zum einen Cinebench, Superposition in 1080p Extreme, Superposition in 4K Optimized, TimeSpy, Port Royal, Firestrike, TimeSpy Extreme, Firestrike Ultra und zu guter Letzt noch Tomb Raider in 4K und in 1440p. Ich hoffe, die Benchmarks helfen euch, euch einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit des Systems zu machen und dementsprechend das Ganze einzuschätzen, was euch erwartet, wenn ihr solch ein Bild nachbaut. Kommen wir aber jetzt zum Fazit des Bilds. Die Temperaturen, die ich in diesem Bild hier habe bzw. erreiche, sind für mich unter aller Kanone, umgangssprachlich gesagt. Sie erreichen temporär 90 Grad, was natürlich viel zu hoch ist. Gesteuert habe ich die Lüfter, also den CPU-Lüfter, na eigentlich alle Lüfter mit der Asus-Software und dort im Smart-Modus. Meine Standardeinstellungen waren immer irgendwas zwischen 75% und 80% und ab 65 Grad sollte es Richtung 100% hochgehen und das ist wirklich sehr oft passiert. Ob das jetzt ein Fehler der Kühlermontage war oder zu wenig Wärmeleitpaste oder sonst was, das kann ich nicht so genau sagen. Ich habe den Kühler jetzt nicht nochmal abgebaut bzw. die Wärmeleitpaste erneuert. Über das Video habe ich einfach gesehen, dass die Montage soweit okay für mich aussah und auch, dass die Wärmeleitpaste meiner Meinung nach korrekt auf der CPU aufgebracht wurde. Alles in allem kann ich diese Kombination, die hier verwendet wird, nicht wirklich empfehlen, es sei denn, euch macht die Lautstärke bzw. machen euch die Temperaturen nichts. Also ich bin damit wirklich nicht zufrieden. Aber das Gute an solch einem Versuch bzw. solch einem Bild ist für mich, dass ich schon Ideen für eine V2 gesammelt habe. Also ich versuche das mit Luftkühlung noch ein bisschen besser in den Griff zu bekommen und natürlich werde ich euch den Bild in einem späteren Video vorstellen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video, konntet vielleicht ein paar Ideen mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo. Das würde mich wirklich sehr freuen. Wir sind ja stark auf dem Weg Richtung 100 Abonnenten. Und das ist so das Ziel Nummer 1. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Dann lasse ich euch jetzt mit noch weiteren Aufnahmen des Bilds alleine. Und wir sehen uns im nächsten, Freunde.